Deponia, Folge 28. Willkommen zurück. Wir sind ein gutes Stück weitergekommen, befinden uns jetzt hier bei irgendwelchen komischen Sardellenautomaten und Zuckerwattemaschinen. Jetzt haben wir hier noch Kaugummiautomat. Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Ja, der Hammer. Können wir deinen nehmen? Ein Kaugummi, aber sofort. Was? Ich will einen Kaugummi. Die Spracherkennung muss kaputt sein. Ah, guck mal. Eine Kaugummi. Da steht ja gar keine Geschmacks. Stattdessen mit Hut. Hau ihn rein. Ich heb mir den Rest lieber für später auf. Viel später. So, jetzt haben wir hier gekautes Kaugummi. Ich heb mir den Rest viel später. Okay, damit können wir bestimmt auch früher oder später was anfangen. So, ich glaube, dann haben wir hier mal alles. Was? Die Hebel können wir noch ausprobieren. Hebel 1. Die Schalter verstellen die Lichter. Da 3. Und auf der anderen Seite 1. Okay. Aha. 1 aus, 2 an. Ich komme der Sache näher. 3 und 3? 6, oder? Oh je, nee, das kann auch witzig werden. Ich komme schon noch drauf. Gut, das machen wir nachher, würde ich sagen. Jetzt gucken wir erstmal, wo es hier noch hingeht, zur Eingangshalle. Ui. Leuchteter Torbogen. Das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Ach, die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Ja, das stimmt natürlich. So. Also hier geht's zum Candy Shop. Was haben wir hier unten noch? Das Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben beim Paarungstanz mit Cocktails, bunten Strohhalmen und Schnörkeln. Oder auch nicht. Ohne Licht kann man kaum was erkennen. Klappe. Ui. So, was haben wir denn hier an Nische? In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Eins oder null. Okay, also brauchen wir eine Fackel oder sowas. So, hier geht's zum Turm, hier geht's zur Bahnhofshalle. Gehen wir jetzt erstmal zum Turm. Müssen jetzt erstmal wieder alles sondieren, bevor wir hier irgendwas machen. Ui. Sieht ja schön aus hier. Tonne mit Wasser. Ist das Säure oder Wasser? Nur Wasser. Ja, lang mal rein. Immer gute Idee. Eine gute Idee. Immer gute Idee. So. Ganz schön tief und hell. Könnte am Kernreaktor da unten liegen. Ja, natürlich. Ja, das wäre super krass. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Okay. Gabel. Ich krieg schon wieder Hunger. Ich spare mir meine Telekinetik. Okay, können wir nehmen von hier aus. Ich spare mir meine Kurbel. Ich spare. Ja, Hupe. Was für ein Chaos. Normalerweise ist die Hupe doch auf der Motorhaube. Und nicht zwei Autos weiter. Ich spare. Okay, da kommen wir überall noch nicht ran. Wie bescheuert. Ich spare mir. So. Zaunausgang. Kommen wir da hin? Ach, wir kommen da hin. Ja, dann nimm das doch. Warum kommt der denn da nicht hin? Es liegt direkt neben ihm, mein Gott. Ich spare mir meine. Ja. Ein Kran mit Magnetkopf. Schick. Ich spare mir. Okay, also hier kommen wir noch herzlich gar nicht weiter. Können wir den eigentlich. Okay, wir können den Fisch nicht essen. So, dann geht's auch zum Turm. Nee, Bahnhofshalle, wir waren beim Turm. Ah, ja. Schon wieder eine Klappe. In der Nische rumherum. Okay, das ist genau das gleiche. Oder null. So, Mosaikstein. Stimmt zu einem der Mosaike. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Wo ist wohl der Rest der Botschaft? Nimm ihn doch mal mit. Was steht denn da drauf? Kannst du das vielleicht vorlesen? Das gehört bestimmt. Und hier hat jemand was. Wo ist wohl der. Okay, nein. So, können wir das vielleicht direkt hier an den. Dieses Mosaik ist bereits komplett. Manchmal löse ich diese Rätsel so schnell, dass ich es selbst kaum mitbekomme.
Okay. So, Lampe. Das einzige Licht hier hinten. Können wir vielleicht die Zuckerwatte anzünden? Dieses Rätsel zu lösen wird ein Zuckerschlecken. Ah ja. So, verdreckte Mosaikscheibe. Nur Schlamm und Staub. Mehr kann ich nicht erkennen. Wir haben nichts wirklich zum Waschen da. Zum Putzen, meine ich. Der Stein könnte von hier sein. Aber das Mosaik ist viel zu dreckig, um das mit Sicherheit zu sagen. Okay. Kieselsteine. Ein Stein. Fehlt nur noch das Getriebe. Kannst du die denn mitnehmen? Jawohl. Könnte vielleicht den Stein auf die Scheibe werfen. Wer gern zu Haus mit Steinen wirft, sollte kein Glashaus mieten. Auch gut. So, zum Fahrstuhl. Meine Gott, ist das groß hier. Es wird wieder ewig dauern, bis wir hier durch sind. Ui. So, was haben wir denn hier? Eine Uhr. Die Zeit ist auf meiner Seite. Heute verlasse ich Deponia. Garantiert, ja. Die Uhr ist stehen geblieben. Kontrollen. Das Codefeld für den Lift. Wir hatten so ein Ding auch mal an der Haustür, bis ich das Passwort rausgefunden habe. R, U, F. Das war's nicht. Das vielleicht. R, U. Ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Okay, ich vermute mal, vielleicht ist das Passwort auf diesen Mosaikscheiben. Dann kommen wir da wahrscheinlich auch nicht rein, oder? Verdammt. Funktioniert denn hier gar nichts? Nee. Öltankkappe. Können wir da, keine Ahnung, den Kaugummi rein? Nein, mein Mantel hat schon genug Ölflecken. Ich will gut aussehen, wenn ich in Elysium einmarschiere. Selbstverständlich. Den Kieselstein. Ich probiere jetzt einfach mein mal ein Mantel bisschen was. Schon, ich will gut ja, aussehen. Ja, ist ja schon gut. Den Fisch. Nein, mein ich will. Ja. Die Zuckerwatte, ich probiere es einfach mal. Zucker im Tank ist lustig, aber dieser Fahrstuhl bringt mich vielleicht nach Elysium. Oh, ich dachte gerade, das sei was Richtiges. So. Okay, gut, dann halt nicht. Also hier kommen wir so schnell mal nicht weiter, da brauchen wir das Passwort dazu. Können wir den Stein auf die Uhr werfen, dass sie dann vielleicht wieder funktioniert? Wer gern zu Haus mit... Na... Okay. So, hier brauchen wir also was zum Putzen. Um die Glasscheibe sauber zu machen. Dann bräuchten wir eine Fackel. Hier brauchen wir auch eine Fackel. Wir können ja noch kurz das probieren, aber das bezweifle ich jetzt. Sieht sehr komplett aus. Dieses Mosaik manchmal. Ja. Alright. Ich hab noch. Okay. Diese Lampen, das wird interessant. Jetzt steht da Phosphor. Lecker. Phosphor, Zuckerwatte. Nichts Besseres. Nee, das ging ja nicht. Können wir den Fisch da reinhalten? Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Alright. Ich muss binär denken. Was, wenn ich Quersummen bilde? Was willst du von mir? Willst du mich verarschen? Upsi. Oh, wir haben einen Hebel kaputt gemacht. Es sind alles Primzahlen. Ja, super. Ich muss binär denken. Es ist mir scheißegal, wie du denken willst. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo verändern sich die Lichter, wenn wir das machen. Das hier gab's schon mal. Ja gut, es gibt jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten. Das ist Primzahl. Dadurch, dass wir jetzt einen Hebel abgebrochen haben, sind die Möglichkeiten jetzt eingeschränkt. Diese Lampen haben, ich weiß. Wo verändert sich denn da was? Was, wenn ich Quersummen bilde? Der ist hier für hier, oder was? Einmal Zuckerwatte. Nein. Und keiner. Ich glaube. Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein. Am Ende haben die echt nichts zu bedeuten. Lass mich mal kurz überlegen, was könnten wir denn sonst noch machen? Wir haben hier einen Stein. Können wir den irgendwie auf die Lampe werfen? Der Birnen wurde kaputt geworfen. Das kann kein Zufall sein. Ja, dann mach doch. Keine der Basken. Keine der Basken. Mann. Ist vielleicht an diesem Torbogen irgendein Tipp, wenn ich mir das so angucke? Hier ist die vierte kaputt. Und die hier.
hilft mir aber auch herzlich wenig weiter. Warum ist der denn jetzt das? Kann ich das eigentlich essen? Ah, guck mal. Ah. Man schmeckt nicht mal den Zucker. So, dann können wir jetzt mal hier die Phosphor-Richtung nehmen. Brennt Phosphor nicht unglaublich hell? Phosphor-Zuckerwatte, sehr gut. Mal gucken, ob wir das irgendwie anzünden können an der Lampe da oben. Haha! Hey, mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. So, da können wir doch bestimmt die leuchtende Phosphorzuckerwatte jetzt da reinmachen. Jawohl. Was das bringt, weiß ich jetzt auch nicht. Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grill-Donnerstag. Okay, gut, dann machen wir das. Ich glaube, vermutlich müssen wir das bei jedem machen. Keine Ahnung, was das bringt. Dann hätte ich jetzt gern, kann ich jetzt den Fisch essen. Ist so komisch. Da ist doch verdammt schnell. Okay, er isst es aber trotzdem nicht wieder. Ich dachte, wir können jetzt nochmal so eine machen, aber er isst ja den verdammten Fisch nicht. Können wir noch ein Kaugummi holen? Ist wohl nichts mehr. Okay, da ist nichts mehr drin. Ja, ja. Okay. Jetzt steht er auf. Ist komisch. Er ist doch verdammt schnell. Ha, okay. Können wir denn die Fackel da wieder rausnehmen? Ja. Ne, jetzt haben wir die Knische zugemacht, verdammt. Danach kann man auch im Dunkeln auf der Toilette lesen. So. Können wir dann bestimmt auch hier unten reinmachen. Keine Ahnung, was das bringen soll, aber wir probieren es mal. So. Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Okay, super. Freut mich ja total für dich. Hilft mir aber nichts. Können wir vielleicht mit dem Fisch irgendwie hier angeln? Wie wir mit einem Fisch einen Fisch angeln wollen, weiß ich zwar auch nicht, aber... Rein mit euch! Ach, guck mal! Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam! Okay, hat also nichts gebracht, nee. Können wir eine Tonne mit Wasser? Rein mit euch! Obwohl... Seltsam! Okay... Probier das lieber beim Tümpel. Das ist viel lustiger. Okay. Nein, nicht! Hä? Du wirst den Reaktor treffen und es kommt zu einer nuklearen Zeitschleife. Wie kann ich das verhindern? Gar nicht. Einer von uns beiden muss sich opfern. Schnick, schnack, schnuck. Verdammt. Cool. Was war denn das jetzt? Ganz schön tief und könnte am Kern. Passiert das einfach, wenn wir da diesen Kaugummi reinschmeißen oder was? Nein. Ah ja, okay. Du wie klar? Okay, ja. Okay. Cool. Ich glaube, das war eher weniger sinnvoll. Können wir irgendwie... Kaugummi klebt nicht auf Fischen. Diese Erkenntnis hat mich den Angelschein gekostet. Ich probiere mal wieder ein bisschen rum. Langsam fügt sich das Mosaik zusammen. Sehr langsam. Ich probiere jetzt einfach mal wieder. Wenn ich anfange, meinen Kram mit jedem Steinchen zu benutzen, dann komme ich nie nach Elysium. Ja, ist ja gut. Ah! Guck mal. Man sollte es manchmal einfach öfters probieren. Mosaik mit Kaugummi. Ah, okay, damit das klebt nachher, logischerweise. Aha. Hier gelang sehr. Okay. Wozu verausgaben? Es ist bereits eine Scherbe. Okay, wir haben jetzt einen Mosaikschein mit Kaugummi. Kann ich den essen? Welcher kühne Bastler hat denn da Kaugummi dran geklebt?
Ach, stimmt, das war ja ich. Jetzt macht es wieder auseinander, okay. Nee, muss ja einen Grund haben. Ja, vermutlich, dass es nachher klebt. Das ergibt schon Sinn, aber... Wie kommen wir denn an das ganze Zeug hier? Da muss ja irgendwie durchgehen, aber ich meine, wir kommen ja sogar auch bis, Ich spare mir mein... Nein, wir kommen da gar nicht hoch, stimmt, noch nicht. Kann ich da irgendwie... Achso, nein. Doch, kann ich den Hebel abwerfen? Ich spare mir meine Tele... Oh. Alright. Ich glaube, es bedarf einer kleinen künstlerischen Pause. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, wie wir hier weiterkommen. Vielleicht kommt mir ein Geistesblitz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.